Durchfall ist unangenehm. Eine Durchfallerkrankung entsteht oft durch gereizte oder entzündete Darmschleimhaut. Dies führt zu häufigem, dünnflüssigem Stuhlgang, Bauchschmerzen und Übelkeit. Akuter Durchfall kann durch unverträgliche Lebensmittel oder Stress ausgelöst werden. Chronische Ursachen sind oft Allergien oder das Reizdarmsyndrom. Es gibt Lebensmittel, die bei Durchfall helfen können. Getrocknete Heidelbeeren wirken dank Myrtillin wie ein natürliches Antibiotikum. Brombeeren und Erdbeeren enthalten Gerbstoffe, die Durchfall lindern. Auch Oolonggrün und Schwarztee sind hilfreich. Stuhlfestigende Lebensmittel wie Reis, Bananen, Zwieback, Karotten, Haferflocken und Kartoffeln sind empfehlenswert. Gemüsebrühe hilft, den Salzhaushalt wieder aufzufüllen. Vermeiden Sie Cola mit Salzstangen, da sie den Durchfall verschlimmern können. Schwer verdauliche und fettreiche Lebensmittel wie Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Kohlsorten, scharfe Speisen und Fastfood sollten ebenfalls gemieden werden. Diese können die Symptome verstärken und die Genesung verzögern. Durchfall ist unangenehm, aber mit der richtigen Ernährung können Sie die Symptome lindern. Achten Sie darauf, geeignete Lebensmittel zu wählen und schwer verdauliche zu meiden.